Kostenfreier öffentlicher Nahverkehr, bessere Kita-Betreuung, mehr Rad- und Gehwege in Potsdam. Das sind nur 3 von 40 Vorschlägen, die derzeit beim Potsdamer Bürgerhaushalt zur Auswahl stehen. Im Frühjahr 2017 waren die Potsdamerinnen und Potsdamer aufgerufen, kreative Ideen für die Stadtfinanzen der Jahre 2018 und 2019 einzureichen. Es sind 869 Ideen eingegangen. Im Sommer haben wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern daraus 40 Hinweise erarbeitet, über die sie jetzt abstimmen können. Am Ende bleiben die 20 Vorschläge mit den meisten Stimmen, die direkt in die Stadtverordnetenversammlung gehen. Hier entscheiden die Kommunalpolitiker dann, welche der Ideen im Stadthaushalt 2018-2019 zu berücksichtigen sind. Abstimmen können alle Potsdamer und Potsdamerinnen online oder per Post. Die Fragebögen sind im Bürgerservice im Rathaus erhältlich. Wer bis Mitte Oktober noch keine Punkte verteilt hat, kann das auch bei der Abschlussveranstaltung des Bürgerhaushalts am 19. Oktober im Rathaus. An diesem Abend wird auch das Ergebnis bekannt gegeben.